Junge, 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 Junge. Ich hole jetzt gerade mit Tanja zu Hause ab und dann sind wir einfach zum dritten Mal unterwegs, beziehungsweise ich bin dann zum dritten Mal unterwegs, die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen. Jedes Mal denke ich, ich habe alle, und dann fällt mir wieder irgendwas ein. Ja, wirklich, ich weiß nicht, ich war gestern in einem Laden, habe einfach vergessen, für eine Person was einzukaufen. Jetzt muss ich extra nochmal los. Und ich habe noch für Weihnachten Fleisch bestellt, das muss ich auch noch abholen. Ja, und dann habe ich hoffentlich alles. Immer diese Besorgerei. So, die Tanja ist tatsächlich die erste Person, die meinen Wagen hier Probe fahren darf. Ja. Yeah. Und bis jetzt? Hammer. Ist kein neuer Kratzer drin. Stellt sich gut an. Was sagst du zum Auto? Richtig ist cool, ne? Cool. Ja, richtig. Einen wunderschönen guten Tag. Oh, ich habe so eine Nasennebenhöhlenentzündung, deswegen habe ich mich gar nicht gemeldet. Aber wir müssen einkaufen gehen und wir haben so viele Geschenke vergessen. Oh, wie bitte? Ja, mein Oberteil wird natürlich gleich runtergezogen. Ist gerade hochgerutscht. Ja, das habe ich heute an. Und ach, ich wollte euch noch zeigen, ich habe die ganzen Geschenke eingepackt. Ich habe mal bei Douglas gearbeitet, deswegen kann ich das sehr gut in der Weihnachtszeit. Einfach nur als Geschenke-Einpackerin. Und ich zeige euch die mal später. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und ich melde mich wahrscheinlich dann später. Ja, also ich habe die so ein bisschen eingeteilt, das ist für die Kinder. Und das sind Julians Geschenke, mein Schwager und der Rest ist überall verteilt. Aber natürlich habe ich die viereckigen wieder perfekt eingepackt und den Rest halt wirklich Schrott. Ich kann euch ja eigentlich mal zeigen, wie das geht, weil es ist wirklich sehr leicht. Also ich habe es da halt gelernt.